Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, im Jahr 2019 hat der Stadtrat den sogenannten großen ÖPNV-Antrag beschlossen. Darin wurde eine Strategie gefordert, wie Dresden den Anteil an Nutzenden in Bussen und Bahnen deutlich erhöhen kann. Und diesem Auftrag sind Sie auch sehr gut gefolgt und haben ein Strategiepapier im Jahr darauf vorgelegt, was also Ausbauszenarien mit Priorisierungen und so weiter sehr schön darstellt. Der Aufsichtsrat der DVB hat sich auch zu einem Ausbauszenario bekannt. Jetzt ist es allerdings so, in dem übernächsten Beschlusspunkt werden wir ja über den Haushalt diskutieren. Und da, wenn ich jetzt den Ersetzungsantrag von Linke, Grüne, SPD, CDU und FDP richtig interpretiere, wird dort eine wichtige Säule des ÖPNV, nämlich die Nutznießerfinanzierung, die Neueinführung dessen in Dresden, komplett geerdet. Das ist also Geld wert. Und da meine Frage jetzt, sollte der Ersetzungsantrag von Linke, Grüne, SPD, CDU und FDP heute beschlossen werden, welche Fehlbeträge würden durch diese Streichung der Deckungsquellen in den Jahren 22, 23, 24, 25, 26 und 27 zu erwarten sein? Was bedeutet dies für das geplante Ausbauszenario oder Programm? Und ist das Angebot der DVB in Gefahr? Also, wenn wir da schon den Vorgriff jetzt auf die Haushaltsdebatte in diesem Sinne machen, dann ist mit dem jetzt federführenden Ausschussbericht, so muss man das ja sagen, nicht zu erwarten, dass eine Unterfinanzierung im Jahre 23 und 24 der Dresdner Verkehrsbetriebe passiert, weil die Summen in der Finanzierung der Verkehrsbetriebe sind weiterhin unvollendet in dem Haushaltsentwurf und der Empfehlung des federführenden Ausschussberichtes enthalten. Was eben geändert worden ist, ist, dass eine Einnahmeposition für den Haushalt nicht mehr vorhanden ist für die Jahre 23, 24. Für den Haushalt insgesamt bedeutet es, dass für die beiden Jahre des Doppelhaushalts das klargestellt ist. Für die Mittelfristplanung 25, 26, 27 lässt der interfraktionelle Ersetzungsantrag offen. Der entsteht eine Deckungslücke, die muss dann in der Folge geklärt werden. Gut, dann hier meine Nachfrage, die leider nicht im Vorfeld übermittelt wurde, aber ich denke, Sie können das aus dem Kopf sofort. Ist das jetzt der Einstieg in eine dauerhafte Haushaltsfinanzierung? Ich höre dann vielleicht Herrn Krüger gleich platzen, der DVB, beziehungsweise wenn dies nicht so ist, wie ist dann das mit dem Ausbauszenario oder können wir überhaupt den Status quo halten? Also, es ist definitiv der Einstieg in die Haushaltsfinanzierung anteilig. Ohne dem ist das Leistungsangebot der Dresdner Verkehrsbetriebe nicht aufrechterhaltbar, das muss man ganz deutlich sagen. Es ist aber erstmal in diesem Sinne in der Finanzierung zunächst, dass wir den Status quo halt machen. Ein Ausbauszenario, eine weitere Mehrbestellung erfordert weitere Haushaltsmittel darüber hinaus.